Was nimmst du zu Auswärtsfahrten immer mit? Laptop, Kopfhörer, Kissen, Müsli und Hafermilch. Ah ja. Und Trainingszeug und ja, das ist zu Hause. Ja. Hauptsache, du hast genügend zu essen dabei. Genau. Hafermilch und Müsli. Das kann man nur noch leihen. Machst du neben dem Volleyball anderen Sport? Außer Babysitten. Babysitten, ja. Bleibt wenig Zeit dafür, würde ich behaupten, so mit 200 Tagen Training. Ja, momentan nicht. Im Sommer, wenn keine Saison ist, mache ich ein bisschen Beachvolleyball, aber während der Saison reicht mir Volleyball. Sehr gut. Wer ist der bestangezogenste Spieler im Team? Lukas. Ah, okay. Langweilig. Welche Musik hörst du, um dich auf ein Spiel einzustimmen? Das war eine Frage von mich, oder? Ich wollte ja sagen, also das ist nicht in meiner Hand. Das ist, ich höre die Musik, die der Janis. Das ist erstmal eine gute Wahl. Musik nennt und die ich dann hören muss. Ja? Also, wie sieht's aus im Liebesleben? Liebesleben läuft auf jeden Fall. Könnte ich mir nicht besser vorstellen. Ja? Mit Esche, oder? Ja, also Hochzeit ist in Planung. Ah, okay. Schön. Was sollte schnellstmöglich erfunden werden? Boah, ich würde mich gern direkt irgendwo hin beamen können immer. Das ist, ohne Auswärtsfahrten wäre alles halb so wild und man würde viel weniger Zeit verlieren. Guter Punkt. Welches Buch hast du kürzlich gelesen? Simplify Your Life. Das ist ein Ratgeber, wie man nicht mehr so unordentlich ist wie ich. Okay. Muss ich glaube ich noch zwei, drei Mal lesen, dass ich das aber. Wunderbar. Wem aus der Mannschaft würdest du dein Kind anvertrauen? Niemand ist auch eine gute Antwort. Wäre ich geneigt gewesen, zuerst die Antwort zu geben? Ich glaube, hier fast allen. War nicht immer so, aber hier fast allen. Zumindest mal 5 Minuten oder so. Bushido oder Sido? Jetzt Bushido, früher Sido. Okay, kann ich wieder anfangen. Was war dein bestes Erlebnis im Volleyball? Keine Ahnung. Viel zu viel, um hier So viel. Ja, alles, wenn man immer wo gewinnt, irgendwas gewinnt. Und da war doch einiges dabei. Viele Erinnerungen, schöne Momente. Keine Ahnung. Schwer zu beantworten. Erstes Date. Was kochst du? Das ist eine ganz schön böse Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Doch. Sommerrollen. Was ist da drin? Viel. So asiatisch mit Chili, Erdnuss, kann man schön was machen, hat man die Hände voll. Spontane Antwort. Okay, man hat die Hände voll. Ja, sehr gut. Lügst du viel? Ja, muss man ja ab und zu. Im Training auch zu. Ja, im Training, im Spiel noch mehr. Und sonst den Trainer muss man auch da ab und zu mal anlügen, glaube ich. Ja, ob es einem gut geht oder nicht. Ja. Das sieht man dann immer. Ab und zu, ja, ab und zu. Battle Time! Oh, shit. Oh, scheiße. Ich kenne die alle schon. Keine Chance, Alter. Geil! Das Handy bleibt hier liegen.